Unser nächster Vortrag geht über das Womolin-Projekt. Das ist eine Steuerung, die in Wohnmobilen relevant wird und präsentiert und entwickelt unter anderem von RF Guy. Er hat Beiträge geliefert auf dem letzten Camp für das Power-Netzwerk, auf dem vorletzten Camp für das Radio Badge und entwickelt und begründet hat das Womolin-Projekt begründet und gibt uns jetzt einen Überblick über die Spezialitäten, was er gelernt hat über die Softwareentwicklung an diesem Projekt und was die Herausforderungen mit der verschiedenen Hardware in verschiedenen Wohnmobilen gestellt hat. Also ich begrüße alle Zuschauer auf unserem Ersatz. Okay, jetzt fange ich an. Ich begrüße alle Zuschauer auf unserem Ersatz-Easter Hack, was aus Gründen leider nicht stattgefunden hat. Trotzdem mache ich heute den Vortrag User-definierte Softwareentwicklung am Beispiel des Womolin-Projekts. Das Womolin-Projekt ist letztes Jahr auf dem Easter Hack in Wien vorgestellt worden. Damals noch, sage ich mal, hat sich in der Zeit auch einiges getan. Und auch viel gelernt und auch durch Diskussion mit vielen Leuten hat sich da auch an der Hardware und am Softwarekonzept doch massiv was geändert. Ich werde das Projekt jetzt gleich mal kurz vorstellen. Kurzer Überblick, warum das Ganze überhaupt entstanden ist. Nochmal über das Thema, was eigentlich die Wohnmobilindustrie da so macht. Was für Komponenten man überhaupt bedienen kann, was für Komponenten existieren denn für Wohnmobile, was gibt es da eigentlich alles? Stell noch mal den kurzen aktuellen Stand der Hardware vor, die sich, wie eben schon gesagt hat, vom letzten Jahr doch massiv weiterentwickelt hat. Die ersten Prototypen sind da. Es gibt mir halt auch die Display Unit, die ist gestern das erste Mal in Betrieb genommen worden und dann geht es halt auch um das Softwarekonzept. Was sich mit einem bekannten Kollegen, dem Myron Franze, zusammen sich ausgedacht hat. Und werde auch mal vorstellen, wie wir uns eigentlich mal überhaupt so eine total heterogene Plattform wie ein Wohnmobil ist, weil jedes Wohnmobil ist anders. Jedes Wohnmobil sieht anders aus. Jedes Wohnmobil hat unterschiedliche Komponenten. Es gibt unterschiedliche Anforderungen. Jetzt es tut mir gerade dieses Mumble da irgendwie reinquatschen. Keine Ahnung, wie man das ausschaltet. Ich hoffe, es ist nicht zu oft. Genau. Das zum Thema, warum wir das eigentlich machen. So, lass mal hier, dass die Slides weitergehen. Es gibt keine einheitliche offene Lösung. Also im Prinzip, es gibt ein paar nette Open-Source-Projekte, wo sich eigentlich Leute mit dem Arduino oder mit einem Raspberry Pi oder sich mit einem ESP angefangen haben, dafür irgendwie sinnvolle Steuerung des Wohnmobils zu machen. Die Geräte nutzen teilweise selber die gleichen Schnittstellen, können aber auch nicht direkt miteinander reden. Sehr verbreitet, daher der Name Womolin, ist der Linbus, der hier in vielen Inkarnationen, sei es einmal als ein CI-Bus, als ein TI-Bus, als Linbus, vorkommt, aber diese Geräte können halt nicht miteinander reden. Es gibt keinen einheitlichen Standard, es gibt Batteriesensoren, die kommen aus dem Automotive-Bereich. Die können natürlich wieder mit was anderem nicht reden. Also alles ist irgendwie so ein, ist halt wirklich, gibt es halt nichts geschehen. So. Und es ist einfach nötig, weil auch ich mittlerweile, ich kenne einen Wohnmobilhändler bei uns, wo, mit dem ich halt auch sehr guten Kontakt habe und auch die Kunden mittlerweile eigentlich dann so eine Lösung haben wollen. Und die Caravan-Industrie kann halt Caravans bauen, aber sie können keine Software oder gar ein Bedienkonzept, sondern sie entwickeln das halt relativ lieblos. Fangen wir mal an. Ich war Anfang dieses Jahres auf der CMT in Stuttgart, habe hier mal so ein paar Fotos gemacht, wie es denn so in Wohnmobilen aussieht. Was man dort immer erkennt, ist im Bereich, es gibt immer ein Heizungsbedienteil. In der Regel ist dort eine Truma-Heizung verbaut oder hier im rechten Bereich ist es eine Alde-Heizung. Diese Firma ist von Truma gekauft worden und dieses Bedienteil schreibt Truma vor, selbst wenn man das auch anders bedienen kann, das muss immer eingebaut sein. So, dann sieht man in dem rechten Bild zum Beispiel, da gibt es zwei Solarregler, die haben ein Bedienteil, dann gibt es dann noch das Bedienteil des Herstellers. Weiter oben im rechten Bild über dem großen Display gibt es noch ein Bedienteil vom Wechselrichter oder es gibt dann hier auch so unten so lustige Teile. Im Prinzip aber alles relativ unschön, kein genormtes Konzept. Es sieht halt einfach immer nur komisch aus.
Hier so das Beispiel, manche Hersteller machen das dann so um so ein so analoge Anzeigen, da ist dann eine Uhr drin und auch hier wieder das Bedienteil von Truma, dann ist da rechts noch ja auch von Truma, selbst die können ihre Geräte eigentlich nicht untereinander betreiben, sondern das ist zum Beispiel die Gasflaschenumschaltanlage. Also das kriegen sie nicht mal hin, dass man dieses zum Beispiel über ihr eigenes Bedienteil, was direkt daneben hängt, steuern kann. Auch hier unten wieder ein ALDE-Bedienteil, dann wieder dieses Bedienteil des Herstellers. Die Herstellerbedienteile machen entweder, man hat eine Druckwasserpumpe, man kann sich dann in vier LED-Stufen, also sehr präzise, den Inhalt der Bordbatterie, die Kapazität anzeigen lassen oder ob der Wasser- oder Abwassertank gefüllt oder leer ist. Und mehr kann man eigentlich über dieses Herstellerbedienteil nicht regeln. Ja. Hier ein weiteres Beispiel, auch so teilweise einfach nur ein paar Tasten mit einer LED-Anzeige, wo dann, wenn man Glück hat, eine Uhr ist, die garantiert auch, wenn der Strom weg ist, auch garantiert sich neu gestellt werden muss. Und außer ein paar Tasten ist da eigentlich nichts dran. Ich kriege keine vernünftige Visualisierung da drauf, noch sehe ich eine korrekte Batteriekapazität. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn ich autark stehe, eine Solaranlage habe oder auch nicht, und zu wissen, so meine Kapazität, dass die auch wirklich präzise angezeigt wird. Was habe ich denn überhaupt noch an Energie? Wann fällt mir auch die Heizung aus, weil die halt ohne 12 Volt halt auch nicht weiter funktioniert. So, hier auch nochmal so ein Beispiel, Truma-Bedienteil, dann hier beim links oberen Bild, rechts daneben wieder das Bedienteil, dann kann ich hier halt durchdrücken auf den Wasserhahn oder Abwassertank oder mal das Licht einschalten. In dem unteren Bild ist so das typische Bedienteil in einem Wohnmobil. Es gibt einen sogenannten Elektroblock. Das ist im Prinzip das Ladegerät mit einem Trennrelais zur Fahrzeugbatterie, wenn es ja beim Stand abgetrennt wird. Und halt einen Rudelsicherungshalter. Und dann gibt es halt hier dieses Bedienteil, dann kann ich halt hier aufs Knöpfchen drücken und dann sagt mir das Teil halt, wie viel Batterie ich habe. Und es gibt in der Regel so einen Hauptschalter, da ist halt ein bistabiles Relais drin, was meine Stromversorgung an- oder ausschaltet. Das letzte Bild jetzt. Unten das untere Bild ist halt so ein Paradebeispiel. Ich habe oben, links oben das Bedienteil der ALDE-Heizung, das ist eine Warmwasserheizung. Darunter, das ist von Victron der Batteriemonitor, der sagt mir also, wie voll meine Batteriekapazität ist. Dann ist hier von Truma wieder ein Bedienteil, das müsste auch die Gasflaschenumschaltanlage sein. Dann gibt es von Victron von dem Wechselrichter ein Bedienpanel. Ich kann dort drüber den Wechselrichter an- und ausschalten. Und sehe halt ein paar Statusmeldungen. Darüber, das kleinere Display ist von Hella das IBS, von dem intelligenten Batteriesensor. Die haben auch ein extra Bedienteil. Dort kann ich dann meine Batteriesensoren für Aufbau und Fahrzeugbatterie anschließen. Sagt mir da auch sehr gut die Kapazität. Der Sensor ist eigentlich sehr schick. Der kann alles Mögliche, auch Start-Stopp-Zyklen und für ein Fahrzeug. Er lernt die Batteriekapazität an. Und die bekommt man tatsächlich für 15 Euro. Also wenn man eine Bleibatterie hat oder AGM-Batterie hat, funktioniert das sehr gut. Leider funktioniert es nicht für Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die im Wohnmobilbereich halt momentan sehr verbreitet sind und auch eine ganz schicke Sache sind, weil man gegenüber einer Bleibatterie auch dort ziemlich 100% der Batteriekapazität ausnutzen kann. Und rechts ist das Bedienteil, das ist jetzt hier ein Francia-Wohnmobil. Also wir reden hier von Wohnmobilen in der Preisklasse über 100.000 Euro. Wo dieses eingebaut war, also auch selbst in einem in Freizeitfahrzeugen, die durchaus bis in die 200.000 Euro-Klasse gehen, ist auch nur so ein Standard drin. Und dort kann man das Bedienteil rechts übrigens muss booten. Das braucht tatsächlich so 20 Sekunden nach dem Einschalten, bis es funktioniert. Und dann kann ich mir da halt auch so Batteriestand anlesen, eine Uhrzeit etc. Oben ist noch ein Kommentar vom Kollegen. Als ich diese Bilder mal in unserer Telegram-Gruppe gepostet hat, unfassbar, 1990 hat angerufen, es will seine Eingabegeräte zurück. Jetzt verstehe ich langsam, weshalb es das Projekt gibt. Genau, das war auch ein Grund, ursprünglich mal entstanden, um meinen alten restaurierten Wohnwagen zu steuern, mittlerweile in einem Wohnmobil umgestiegen. Und das war halt für mich das Beispiel, da einfach mal was zu entwickeln, was halt auch einfach mal das alles, diese Probleme angeht. Man hat natürlich in der Caravan-Industrie hier, der Caravan-Industrieverband hat das auch überlegt, das könnten wir ja alles mal tun.
und hat dann diesen CI-Bus kreiert, ne? Im Endeffekt, ja, wir können ja alles steuern, wir definieren also eine Schnittstelle. Und natürlich tun wir das alles unter einen NDE packen, weil so Linbus-Steuerbefehle sind ja hochgeheim und auch sehr gefährlich und die kann man ja auch nicht auf dem Bus mitlesen. Man hat dann hier auch so schöne, das gibt es jetzt glaube ich seit 2015 ist das so, deswegen hat man sich dann hat mal ein Bedienteil, kann alles steuern. Selbst diese Bilder, die ich da gezeigt habe, die waren vom Februar und das hat sich im Prinzip, es gibt halt ein Bedienteil, das kann dann zum Beispiel die Trummerheizung steuern, aber Trummer sagt ja, man muss das Bedienteil einbauen und dann gibt es dort einen extra Linbus, nämlich diesen CI-Bus und dieser Controller des Fahrzeugherstellers steuert dann quasi über ein besonderes Bedienteil, was diese zwei Buchsen bestückt hat, dann wieder die Heizung und das Heizungsbedienteil sagt dann wieder der Heizung selber, geh an. Und dieses Bedienteil sagt ja eigentlich auch nur der Heizung, ich hätte gerne jetzt warm Wasser mit 60 oder 40 Grad und ich hätte gerne eine Innenraumtemperatur von 19 Grad. Die Heizung regelt sich ja selber, selbst das Bedienteil von Truma erzeugt ja, sagt hier nur der Heizung, es ist eine Steuerung und keine Regelung. Die Heizung hat einen eigenen Temperatursensor und regelt sich selber. Naja, diese Mitgliedschaft in diesem CI-Bus-Konsortium wurde mir berichtet, kostet also Jahresmitgliedschaft. Man muss natürlich erst beim Gremium beantragen, dass man Zulieferer ist und kostet ca. 4.000 Euro. Man muss natürlich NDAs unterschreiben, was natürlich als sehr unhübsch ist. Und man darf natürlich diese ganzen Kommunikationsdaten, die man hat, auch nicht veröffentlichen. Und dann hat man halt auch wieder das Problem, dass man trotzdem nicht mit allen re miteinander reden kann. Und zum Beispiel viele Komponenten, jetzt zum Beispiel aus dem Energiemanagement, wie Elektroblocks oder zum Beispiel von Victron oder Büttner Botronic, die haben dann wieder andere Schnittstellen und mit diesen Geräten kann man dann immer noch nicht reden. Also Botronic stellt wohl gerade auf Linbus um und ich habe auch schon gehört, dass ihnen wohl mittlerweile in ihrer Definition die Adressen ausgegangen sind und dass man sich jetzt wieder was Neues überlegt. Also im Allgemeinen, auch schon wie letztes Jahr beim Easter Egg-Vortrag gesagt, ist eigentlich völlig uninteressant, sich irgendwas darüber zu gehen. Im Endeffekt, wenn man so Komponenten aus diesem Bereich benutzen will, kann man dort ja auch einfach sagen, ja, kann ich halt auf dem Bus mitlesen, wenn ich jetzt halt noch irgendwelche Herstellerkomponenten benutzen will. Aber dann hat man halt die Steuerbefehle und kann sie einfach benutzen. Kommen wir eigentlich mal zu dem Thema. Was wollen wir überhaupt steuern? Was gibt es überhaupt im Wohnmobil? Was ist interessant? Ein ganz wichtiges Thema ist das Power Management. Auch hier ist ein ganz großer Augenmerk der Steuerung auch das Design Power Management kann. Das ist alles mit Low Power Controller gemacht, also ein STM L4 Controller sind da drauf. Und auch die ganzen Versorgungsspannungen der Peripherie des Boards sind dediziert abschaltbar, um halt möglichst energieeffizient zu sein. Gerade wenn ich ein autark stehendes Wohnmobil habe, zum Beispiel, kann ich dort zum Beispiel, hängt halt nur an der Aufbaubatterie, dann kann ich zum Beispiel die Steuerung auch nur alle 5 Minuten aufwecken. Er überprüft zum Beispiel ein paar Temperatursensoren und wenn kein Fehler ist, dann legt er sich auch wieder schlafen. Wenn wir ein Problem haben, zum Beispiel die Feuchtigkeit steigt im Wohnmobil, weil irgendwas undicht ist, dann kann man zum Beispiel das GSM-Modul aufwecken, kann dann eine Warnungsmeldung abgeben und kann mich wieder schlafen legen. Aber für diese Geräte halt zu steuern, brauche ich natürlich auch entsprechende Komponenten. Wir wollen ja nicht alles neu erfinden. Und wie oben angesprochen, als erstes gibt es hier diesen heller intelligenter Batteriesensor. Wie gesagt, für 15 Euro circa bei eBay neu zu haben, ist in sehr vielen Fahrzeugen drin. Leider ist heller da auch etwas am Rumzicken und gibt diese Spezifikation nicht frei. Es gibt am Schluss des Vortrages sind auch nochmal der Link, eine Open-Source-Implementierung, Reverse-Engineering und auch, ich habe mittlerweile auch die komplette Spezifikation, die ich halt leider nicht so ins Internet stellen kann, aber im Prinzip gibt es dort eine Generation 1 und 2 und dort sind auch komplette Befehle verfügbar und die Sensoren lernen halt, die hängen am Minuspol, dort wird er aufgeschraubt, hat auch ein eigenes Power-Management, also zieht auch die Batterie nicht leer. Wird mit einer kleinen Sicherung am Pluspol angeschlossen und dann kann ich dort über Linbus den aktuellen Lade-Entladestrom, die errechnete Batteriekapazität, also der Sensor lernt
den Zustand der Batterie an, also auch die Alterung der Batterie wird berücksichtigt und ist eigentlich, wenn man Bleibatterien benutzt, eine ganz tolle Sache, weil man im Prinzip für 15 Euro einen Sensor gibt, der eigentlich die ganze Arbeit abnimmt. Das geht halt leider, wie vorhin schon gesagt, nicht mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die natürlich jetzt im Wohnmobilbereich immer weiter kommen, die momentan halt in Deutschland noch zu ziemlich teuren Preisen verkauft werden, aber auch China drückt hier ganz massiv in den Markt, die werden so oder so dort hergestellt. Da hat auch die Open Boat Projects, die sich auf der Boot einen Stand hatten, haben da auch mittlerweile eine Sammelbestellung eines chinesischen Herstellers losgetreten. Und ich habe mir da jetzt auch eine bestellt und ich teste das einfach mal. Die kostet halt statt wie beim deutschen Hersteller 3.500, also mit Shipping 600 Euro. Für diese Batterien gibt es zum Beispiel von der Firma Victron. Die Geräte kennt vielleicht auch jemand, die in der Regel erkennt man die an der blauen Gehäusefarbe. Eigentlich ein sehr guter Hersteller und vor allem dieser Hersteller legt die Steuerprotokolle offen und haben mittlerweile auch so eine kleine Webseite mit, wo man die so Open Source Projekte vorgestellt wird. Dort gibt es zum Beispiel einen Batteriemonitor, der auch mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien arbeiten kann. Wird einfach auch mit so einem Shunt in den Minuspol eingeschaltet und kann auch noch die Spannung der Fahrzeugbatterie überwachen. Und den kann ich auch auslesen. Das Protokoll ist öffentlich. Es gibt mittlerweile auch eine Variante, wo kein Bediengerätchen mehr dabei ist. Und den kann man auch einmal mit diesem VE-Direktbus auslesen. Und einmal gibt es auch Varianten, die Bluetooth haben. Interessant für das Womolin-Projekt ist halt der VE-Direktbus. Die stellen dort also ein TTL-RS-232 zur Verfügung und eine Versorgungsspannung. Und man kann quasi auf dem Board in der jetzt aktuellen Design-Revision, die jetzt kommt, kann man dort, ist auch gleich der Scilabs-Schnittstellenwandler integriert, der im Prinzip die Protokolle, die Schnittstelle auch galvanisch trennt und die Versorgungsspannung für die Seite zum Victron-Gerät liefert auch der Stecker mit. Ist ein JST-Stecker mit 2 mm und sie liefern aber auch fertige Kabel. Dann gibt es als weiteren, haben sie auch noch den sogenannten VE-Bus. Das ist ein Bus, der RS-485, wo sie aber noch ein bisschen Voodoo machen, weil sie synchronisieren zum Beispiel Wechselrichter dort mit. Man kann deren Wechselrichter tatsächlich parallel schalten oder sogar zu einem Drehstromnetz zusammenschalten. Und dieses Protokoll liegt nicht offen. Es gibt aber ein USB-Interface, was man durch Anlöten eines Kabels auch einfach an diesen VE-Direkt TTL anschließen kann. Das macht quasi das Bus-Translation und dieses Protokoll von dieser Schnittstellenwandler, das ist öffentlich verfügbar. Also man kann dann auch den Wechselrichter zum Beispiel damit steuern. Also wichtig, ein Wechselrichter hat ja auch einen Standby-Verbrauch. Sie haben so eine Erkennung, ob auf der 230 Volt AC-Seite ein Gerät eingeschaltet wird. Also sie messen den Strom. Aber dafür muss der Wechselrichter halt laufen. Und das kostet natürlich entsprechend Energie im Standby und das sollte man einfach abschalten, wenn man ihn nicht benutzt. Und man kann natürlich auch sehr viele Parameter einstellen. Für jetzt das Wohnmobil ist bei mir ein sogenanntes Multi-Plus geplant. Das birgt zum Beispiel auch als USV und als Ladegerät und hat dann auch so nette Funktionen wie Power Assist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wir haben hier unser ICMP-Camp, wo der Strom immer etwas knapp ist. Und wenn ich dann kann ich zum Beispiel sagen, alles, was du über 4 Ampere aus dem Netz ziehst, dann bitte generiere mir die zusätzliche Leistung aus der Batterie hinzu. Zum Beispiel, wenn man eine Klimaanlage mit Schweranlauf betreiben will, die einen hohen Einlaufstrom hat, verhindert man zum Beispiel, dass die Sicherung vom Campingplatz auslöst. Da gibt es halt öfters auch Anschlüsse, die nur 6 Ampere haben. Eigentlich ein nettes Gerät und man kann halt diese Funktion mit einer Windows-Software benutzen, was halt hässlich ist, oder man kann es einfach über diesen Bus steuern. Ein weiterer Hersteller von qualitativ relativ hochwertigen Geräten, die auch im Wohnmobilmarkt aktiv sind, ist Wotronic-Büttner. Hersteller von diesen Komponenten ist Wotronic. Büttner verkauft das im Zusammenhang zum Beispiel mit Solar-Komplettpaketen. Und auch diese Geräte haben ein Interface. Die älteren haben auch eine Art RS-485-Schnittstelle. Hat auch schon jemand angefangen, was reverse zu engineeren. Die geben leider nichts frei. Obwohl das Gespräch auf der Freemesse in München eigentlich recht, sie haben durchaus Interesse. Ich habe dort mit einem Vertreter der Firma geredet. Wenn wir sowas machen, sind die wohl auch zugänglich, dass man da mal zusammenarbeiten kann und es vielleicht auch eine Spezifikation gibt. Sie wollen jetzt wohl auch auf Linbus umstellen, wahrscheinlich wegen CI-Bus, dass sie halt dort mit den Steuerungen reden kann, aber dann unterliegen sie ja automatisch diesem NDA. Also der Hersteller verpflichtet sich auch, dass man dort die Informationen von diesem CI-Bus, also selbst seine eigenen Befehle, wo man das steuern kann, nicht freigeben darf. Alles ziemlich lästig.
Als weiteren gibt es halt den Themenkomplex Heizung, Klima im Wohnmobil. Im Prinzip, Truma ist da absoluter Marktführer, ist eigentlich in jedem Gerät drin. Sie stellen auch Klimageräte her, entweder fürs Dach oder für einen Staukasten einzubauen. Und auch diese alte Warmwasserheizung, diese Firma ist von Truma vor ein paar Jahren gekauft worden, benutzt mittlerweile auch dasselbe Interface und nennt es halt TI-Bus. Das muss man halt entsprechend reverse engineeren. Dieses Bedienteil, was Truma da halt einbaut, dort kann man die sogenannte Enet-Box verbauen. Das ist eigentlich ein Bluetooth- und GSM-Modem-Modul, was aber auch nur sozusagen die Kommandos an das Bedienteil schickt. Also wenn man so ein Gerät ansteckt, dann wird das also beim Initlauf, kann man das erkennen lassen. Und aber auch dieses Gerät sagt dann einfach nur, schalt mal die Heizung an oder gib mir einen Status. Funktioniert lustigerweise lokal mit Bluetooth. Wenn man es entfernt benutzt, also außerhalb des Bluetooths per SMS, hört sich erstmal nach Anachronismus an, weil man, wenn man mal im Ausland ist und eine SMS-Verbindung funktioniert halt sehr zuverlässig. Und wenn man in der App halt den Status abschickt, dann schickt es halt ein SMS zu dem Gerät und dann wird halt entsprechende kodierte SMS zurückgesendet, was die App dekodiert und anzeigt. Ein weiterer Hersteller, die Geräte anbieten, das ist Dometic. Die haben mittlerweile auch eine Kühlschranksteuerung zum Beispiel, die mit einem CI-Bus/Linbus redet. Oder die Klimageräte haben auch einen Linbus. Zumindest ist die Steckerbelegung mal im Bedienhandbuch abgedrückt. Da muss man halt warten, bis jemand einmal so eine Klimaanlage hat und das anschauen kann. Sensoren, natürlich, in jedem Fahrzeug brauche ich entsprechende Sensoren, bieten sich natürlich diese Einweihertemperatursensoren an, weil günstig, einfach zu verbauen, können Proximity gepowert werden. Die Tanksensoren halt, es gibt einmal hier dieses mit diesem blauen Teil oben, das sind halt so diese Stabsensoren, die können halt nur vier oder fünf verschiedene Höhen anzeigen. Teilweise Ultraschallsensoren, teilweise Gewichtssensoren für Gasflaschen. Oder hier unten, das ist von Votronic, das mit diesen zwei Stäben, das ist ein Kapazitiver, der kann sehr genau, der gibt eine Gleichspannung raus. Kann man zum Beispiel auch mit so einem Einweiher-ADC abfragen. Kann man halt viel präziser die Tankfüllung ermessen. Türen möchte man vielleicht überwachen, man möchte vielleicht Alarmfunktionen registrieren oder wenn das Fahrzeug sich bewegt, dass man entsprechende Nachrichten verschicken kann. Natürlich, wir haben sehr viel LED-Beleuchtung in dem Fahrzeug. Mittlerweile ist das halt der Standard. Früher hat man halt so kleine 12-Volt-Lämpchen gehabt. In der Regel ist die Beleuchtung im Fahrzeug nur noch 12 Volt. Und das möchte ich natürlich auch gleich integrieren, dass man zum Beispiel Fahrzeug bedienen kann, dass man vorne das Touch-Display das Licht einschalten kann, vielleicht ein weitere Schalter über einen One-Wire-Button oder ähnliches einbieten kann. Dort sind momentan vier Bistabilisatoren vorgesehen und vier genannte Highside-Schalter, also die den Plus schalten. Dort kann man natürlich auch über Dimming, eine PWM-Funktion, auch das Licht dimmen. Hier nochmal, auch schon im letzten Mal gezeigt, mal so Beispiele, was andere Leute halt schon mal sich so überlegt haben. Also es gibt da schon Ansätze, die auch wirklich gar nicht schlecht reden, eigentlich tolle Projekte sind, meistens aber dann wirklich nur so ein paar Funktionen abdecken und halt auch immer sehr speziell deshalb verteilte Softwareentwicklung halt wirklich zugeschnitten sind auf dieses spezielle Problem, was die Leute halt damit lösen möchten. Wir haben uns das auch schon überlegt, das ist jetzt noch ein sehr früher Status, also das GUI-Konzept ist auf jeden Fall etwas, was wir uns sehr genau überlegen wollen, wo wir auch gerne in diesem Fall auch, wenn Leute mitmachen und auch Ideen haben, wie wir das machen wollen. Wir haben uns vorgestellt, sogenannte Widgets zu machen. Das heißt, ich lege mir hier quasi einen Button an und sage mir einfach im Prinzip, was dieser Button tun soll. Der kann mir zum Beispiel eine Schaltfunktion ausführen. Er kann mir zum Beispiel Status Landstrom vorhanden. Also das heißt, ich muss jetzt zum Beispiel nicht in Energiesparmodus gehen, weil ich eigentlich genug Energie vorhanden habe. Kann zum Beispiel das Display anlassen. Und so soll das im Prinzip dargestellt sein. Ich kann mir halt, mich als Anwender im Prinzip Widgets überlegen, die mir entsprechende Sachen in meinem Fahrzeug anzeigen, visualisieren, wo ich regeln kann. Und so ist erstmal das grob gesetzte Ziel, wie das funktionieren soll. Hier noch die aktuelle Peripherie, die sich gegenüber dem Status vom letzten Jahr massiv geändert hat. Wir haben viermal einen Linbus. Viermal RS485, viermal RS232. Wir haben einen CAN-Bus, mit dem wir zum Beispiel mit einem Fahrzeug reden kann oder zum Beispiel Komfortfunktionen wie Fenster zu, Radio, Steuerung etc. eventuell realisieren können.
an 8-Wire, One-Wire-Hub, so zum Beispiel, wo man zum Beispiel Temperatursensor anschließen kann. Vorteil ist, man kann die auch über diese One-Wire-Leitung powern. Das heißt, man kann die einfach direkt anklemmen. 8 Analog-Inputs, zum Beispiel für diese Stabtanksensoren, Digital-IO, ein Shitty-Add-On-Connector, das ist einfach 3 Volt und ein Quadracebus. Einen Lagesensor mit Kompass. Wir haben zum Beispiel, hat jemand die Idee gehabt, er möchte gerne, es soll ja tatsächlich Leute geben, die Fernsehen gucken beim Wohnmobil. Und man möchte, wenn man auf den Stellplatz fährt, in welche Richtung der Astra steht. Hier haben wir in der Regel automatisch Antennen, aber man möchte nicht, dass ein Baum da steht. Dann noch den BME 680 Umweltsensor, der auch vom Cardiobed schon bekannt ist, der eine Luftgütemessung macht und Druck, Temperatur, Feuchtigkeit misst. Ein NRF 8001 Bluetooth-Modul ist vorgesehen, ein ESP12F zum Beispiel, wenn man eine WLAN-Anbindung machen will, ein Raspberry Pi-Steckplatz, auch dort die Versorgungsspannung ist schaltbar, zum Beispiel wenn man eine Anbindung für eine Handy-Fernsteuerung etc. zum Beispiel mit einem OpenHAB realisieren will. Dieses LTE-GSM-Modul, das einfach auch einen Pi-Steckplatz benutzt, auch das kann man separat in der Versorgungsspannung ausschalten. 4 bistabile Relais, den Status zurücklegen kann. 8 externe Relais, das entsprechende NSPI-Treiber drauf, diese Highside-Schalter und dieser genannte Kontrollbus. Ein Kontrollbus ist eigentlich ein CAN-Bus, den wir jetzt nur über UART betreiben, wo alle Komponenten, die dieses System visualisieren, steuern, zusammenhängen. Das heißt zum Beispiel, dass der Display hängt da dran, da hängt der Raspberry Pi dran, da hängt das ESP-Modul dran und man kann dort zum Beispiel unsere sogenannten Signals, wo ich gleich im Softbereich zu komme, darüber anschauen. Und auch steuern. Und jeder bekommt auch alles mit, was auf dem Bus los ist. Just UART über CAN. Die ersten Prototypen kamen vor dem Kongress. Wir haben dann auch schon quasi während des Aufbaukongresses angefangen, das zu bestücken. Ziemlicher Aufwand. Mittlerweile lasse ich da auch mehr direkt bestücken, weil das einfach nur aus Zeitgründen nicht anders ging. Ist ein kleines Sensorboard da, weil der Kompass muss waagerecht liegen. Dann ein Debug-Interface, wo man halt einfach sich per FDI-UART und CAN-Transceiver mit dem Laptop auf den Bus schalten kann. Die zweiten Prototypen, wo eigentlich Bugfixing und nochmal ein paar Sachen geändert werden, werde ich jetzt Ende dieses Monats bestellen. Und die finale Boardbestellung, wo dann aber nochmal announced wird, wo sich auch Leute gerne dranhängen können, die werden halt kalkuliert mit Bestückung und werden zum Selbstkostenpreis abgegeben. Gibt auch schon etliche Interessenten, also wer da gerne am Projekt mitmachen will und irgendwie auch mal eine tolle Steuerung haben will, wird entsprechend announced in den zwei Forum-Channels, im Wohnwagen-Forum, Wohnmobil-Forum, auf dem Telegram-Account, im GitHub-Wiki wird es auch drin stehen. Wie gesagt, alle Produktionsdaten liegen offen, die Software wird komplett freigegeben und die Hardware für nicht kommerzielle Nutzung natürlich auch. Hier sieht man noch, das ist sogar ein Bild vom 36C3, wo wir angefangen haben, dieses Board zu bestücken. Man sieht hier auf der linken Seite einmal den Pi-Steckplatz, rechts den Steckplatz fürs Modem, unten sind noch die Relais. Ein SD-Kartenslot ist noch drauf und so Vago-Steckklemmen, wo man halt dann die Peripherie ansteckt und teilweise auch Anschluss direkt, dass man Dometic oder Thomas-Geräte direkt anstecken kann. Und auch dieser Kontrollbus läuft über RS45, der dann auch zum Beispiel die Displays mit 12 Volt versorgt. Display Unit ist mittlerweile auch fertig. Haben wir gestern das erste Mal das Display in Betrieb genommen. Natürlich gleich mal die Stecker verdreht. Wunderbar, nicht das Datenblatt richtig gelesen, genau aufgepasst. Also gibt es jetzt einen zweiten Prototyp. Aber wir haben gestern tatsächlich das erste Mal was auf dem Display angezeigt. Ist ein STM32L4R9, ein Low Power Unit mit einem eigenen Graphic Engine drauf. Optional kann man da noch ein Octo SPI Flash und RAM bestücken, aber mit den 46K RAM sollten wir auskommen. Hat auch eigene Schaltregler, die sich dann aus der Bordspannung die Versorgungsspannung erzeugen. Hat einen Industriestandard 24-Bit RGB TFT-Display Anschluss. I²C ist für den Touch-Controller. Man kann auch andere Displays ansetzen als das unangezeigte New Heaven Display. Das ist ein Display, was es bei Mauser gibt, was relativ gut erhältlich ist mit dem kapazitiven Touch. Aber theoretisch kann man durch auch ein Jumperfeld im Prinzip eigentlich alle RGB-TFT-Displays antreiben. Und wenn man resistiven Touch benutzt, muss man noch einen resistiven Touch-Controller mit bestücken. Das Ganze sieht so aus, das wird also quasi hinten direkt, das ist quasi das Display von der Rückseite, wird also direkt draufgeschraubt. In der Mitte ist der Anschluss für den Touch und rechts ist der Anschluss für
RGB und Versorgungsspannung. Links die zwei RJ45 Buchsen sind für diesen Kontrollbus. Also das heißt, ich stecke das einfach mit einem RJ45 Kabel auf die Platine. Und kann das auch Daisy Chainen, was zum Beispiel kein Wohnmobil hat. Ich kann da aber immer eine Stelle, wo ich was bedienen kann, aber vielleicht möchte ich im Wohnbereich ein Display haben, im Führerhaus ein Display haben oder auch wenn ich abends ins Bett gehe, möchte ich vielleicht noch die Heizung steuern können oder ein Licht ausschalten können. Man kann diese Displays einfach beliebig da dran stecken. Auch im Batteriehalter, also es gibt nichts Nerviges, als wenn man irgendwelche Echtzeituhren, irgendwelche Uhren stellen muss, sondern da läuft halt die Batterie weiter. Und auch der Controller kann im absoluten Low-Power-Modus immer noch über diese Batterie laufen mit einem 32 kHz Quarz und tatsächlich auch solche Wake-Up-Events über den internen Timer noch starten. Kann aber auch unter rechts sich auch nochmal direkt 12 Volt anschließen, weil ich längere Strecken habe oder sowas. Alle Boards haben einen USB-Anschluss. Man kann diesem STM halt einfach mit dem Boot-Taste und Reset in diesen Wechseldatenträger-Mode setzen und kann dann einfach per USB-Kabel, ohne dass ich einen Debugger habe, die neue Firmware reinflischen. Das war gestern Abend beim Bekannten, wo das Display in Betrieb genommen haben. Hier sieht man auch schön, dass das ist dieser Winnebago, den wir momentan als Logo im Git haben und haben das Bild jetzt halt mal einfach hart da reingecodet und den Stecker noch gestern umgelötet und das Display angeschlossen. Aber es funktioniert, wir kommen da weiter und der Tilo ist zurzeit an der Firmware von dem großen Board dran. Also es kommt jetzt wirklich Leben ins Projekt und wir kommen weiter. Jetzt kommen wir halt zum Thema die Softwareentwicklung. Das sind die Folien von Myron. Das haben wir schon mal im Januar vorgestellt in einem kleinen Treffen in München. Und da erkläre ich jetzt mal, wie wir uns diese Softwareentwicklung vorstellen, wie man das so modular machen kann, dass man im Prinzip das Fahrzeug konfigurieren kann, meine Komponenten konfigurieren kann, meine Steuerungswünsche konfigurieren kann, ohne dass wir detaillierte Kenntnisse haben müssen von der Architektur des Controllers. Aus der Anwendersicht habe ich ja erstmal im Prinzip mein Wohnmobil und darum im Prinzip dann meine entsprechenden Komponenten. Ich habe zum Beispiel eine Solaranlage, wo ich einen Solarregler habe, den man meine Batterien lädt, wo ich die Kapazität messen will, wie viel Energie bekomme ich hinein. Da macht es ja zum Beispiel auch Sinn, dass man zum Beispiel, wenn man Solarüberschuss hat, zum Beispiel den Kühlschrank von Gas auf 12 Volt umschaltet, um zum Beispiel die Energie noch zu nutzen, wenn meine Batterien schon vollgeladen sind. Klimakontrolle, mich interessiert mein Pegel vom Gas, meine Batteriekapazität. Wie eben schon gesagt, möchte ich meinen Kühlschrank steuern. Auf der anderen Seite habe ich halt, was möchte ich machen? Ich habe im Prinzip, ich möchte das vielleicht vom Tablet oder Smartphone bedienen, von meinem Touch-Display bedienen und ja, Anwender steht da eigentlich ziemlich in der Mitte. So, ich möchte das gerne mit dem Handy bedienen, ich möchte ein Bedienkonzept haben, was funktioniert und wie kommuniziere ich im Prinzip jetzt mit meinem Wohnmobil und den dortigen Komponenten? Ja, Ganze natürlich stromsparend, soll auch nicht so teuer sein. Günstig, flexibel, anwenderfreundlich, sicher. Man muss sich mal vorstellen, also allein dieses Doma-Display kostet für den Endkunden 279 Euro. Das ist dieses kleine Schwarz-Weiß-LCD-Display. Und wenn man das dann fernsteuern möchte, dann muss man diese Doma-Inet-Box kaufen. Die kostet auch nochmal 279 Euro. Nur mal, dass man mal einen Kostenfaktor geht. Und wir werden mit Sicherheit vom Preis für diese zwei Komponenten werden wir weit unter den Summenpreis dieser zwei Teile kommen. Also grob geschätzt vielleicht 200, 300 Euro, wo sich Leute das besorgen können. Und das ist eigentlich gegenüber dem Caravan-Bereich ist auch einfach alles unendlich teuer. Kommen wir zur technischen Sicht. Was wollen wir tun? Wir haben hier wieder unsere Komponenten, mit denen wir natürlich reden wollen. Wir haben hier verschiedenste Protokolle, CAN-Bus, manche Komponenten in CAN, Linbus, RS-485, RS-232, Bluetooth zum Beispiel haben wir mittlerweile auch, zum Beispiel wenn ich so einen Batteriesensor mit Bluetooth habe, manche von diesen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien haben in BMS mit Bluetooth drin oder auch die von Truma gibt es einen Gasflaschensensor für den Füllheitsgrad zu messen, auch dieser kommuniziert mit Bluetooth. Und ich habe halt im Prinzip diese Protokolle. Auf der anderen Seite habe ich halt wieder meine entsprechenden Steuermöglichkeiten und wie verbinde ich das jetzt im Prinzip aus technischer Sicht. Ja, und dann kommt hier im Prinzip diese Man-Unit für uns zu Gang, die im Prinzip einmal dafür sorgt, dass ich eine Eingabemöglichkeit habe von meinen Steuerdevices und entsprechend die physischen Schnittstellen zur Verfügung stellen. Und
Jetzt will man natürlich nicht für jede Komponente eine, sage ich mal, dasselbe implementieren. Ich muss mir dann wieder den ARM-Code anschauen, sondern wie setze ich das im Prinzip so um? Dafür haben wir uns eigentlich was ganz Nettes ausgedacht. Wie lösen wir diese Herausforderung? Ja. Hauptproblem wirklich die extrem heterogene Situation, dass halt jedes Wohnmobil anders ist. Also selbst wenn ein Hersteller nur, wenn man ein Hümermobil hat, dann sieht das, ist das Modell, es gibt ja Modelllinien, die unterschiedlich sind, dann gibt es unterschiedliche Preisklassen, es gibt Teilintegrierte, wo ein Führer aus, es gibt Vollintegrierte, es gibt Premiumklasse. Das wird natürlich alle 2 Jahre auch umgeändert. Also man hat eine sehr, sehr heterogene Geschichte. Das heißt, jede Steuerung ist halt im Prinzip individuell für die Anwendung. Es ist ja auch nicht nur so, dass man quasi die Werksausstattung hat, sondern man rüstet ja auch unheimlich viel nach, sei es eine Solaranlage oder sei es ein neues Ladegerät oder andere Komponenten, mit denen ich halt reden möchte. Zum Beispiel Alarmanlagen, Entertainment-System, es gibt so viel. Unsere Lösung, was wir uns ausgedacht haben, hauptsächlich der Myron, ist generierte Software. Wir wollen den Leuten ein Tool, ein Werkzeug in die Hand geben, wo sie im Prinzip über XML-Dateien ihre Komponenten und Steuersysteme konfigurieren können. Und das Ganze dann möglichst wahrscheinlich in einem Docker-Container über ein Python-Skript dann sozusagen die Firmware für das individuelle Fahrzeug baut, was dann relativ zugeschnitten ist. Weil wir können in der Firmware dann aus Spaßgründen nicht jede mögliche Konfiguration machen und man möchte auch nicht eine Konfigurationsirre über ein Touch-Display machen oder sowas. Das ist einfach, das kann man einfach keinem zumuten. Also, wir haben einmal auf der einen Seite die sogenannten Hardware, wir nennen sie in diesem Fall Units. Die bestehen zum Beispiel aus einem Protokoll, in diesem Fall Linbus, und einem Device, in diesem Fall zum Beispiel Batterie. Also Protokoll Linbus, Batterie, in der Regel ein Batteriesensor, ein Energiemonitor, den ich entsprechend ansteuern möchte. Den definiere ich einmal und was möchte ich eigentlich tun? Das ist im Prinzip zum Beispiel, was ist die aktuelle Batteriespannung oder Kapazität? Das setzen wir in ein sogenanntes Signal um. Ein Signal bedeutet quasi, das ist das, was wir eigentlich auch über unseren Kontrollbus zwischen den einzelnen Komponenten übertragen. Ich frage zum Beispiel von meinem Raspberry Pi, von dem Display Unit ab, wie ist die aktuelle Batteriespannung? Das adressiert natürlich auf der anderen Seite die entsprechende Unit, um das Ganze abzufragen. Ja? Also wir haben ein Signal, zum Beispiel hier das Typ Signal. Der Typ ist zum Beispiel Voltage. Das ganze Ding hat einen Namen, zum Beispiel ne? Aktuelle Batteriespannung. Und so definiere ich zum Beispiel dieses Signal. Dann auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel eine Unit, ne? Batterie, als Name, Protokoll Batterie Lin. Das Signal, was diese Unit steuert, ist nämlich genau derselbe Name, der auf der anderen Seite sozusagen zum Tragen kommt. Und über welchen Port geht das zum Beispiel? Ja, im Prinzip definiere ich mir über die Firmware das Mainboard sozusagen. Ich habe einen Linport 1, den definiere ich. Da ist hinterlegt, dass der korrekt im Controller adressiert wird, dass der Multiplexer entsprechend gemappt ist. Und das stelle ich quasi diese Unit-Definition zur Verfügung. Ich muss dort eigentlich nur noch den Linbus ansprechen, vielleicht noch eine Baudrate. Und ich muss quasi in dieser Unit zum Beispiel die Kommandos hinterlegen, wie ich zum Batteriesensor schicken muss, das Monitor schicken muss, dass der mir sagt, was dann überhaupt da ist. Und das definiere ich im Prinzip in der Unit. Dann steht da auch entsprechend das Linbus-Kommando und auch das Kommando, was er quasi zurückerwartet hat. So definiere ich meine Unit. Der Port Lin1 ist in der Firmware definiert. Da die deckt quasi alles ab, was ich brauche, um diesen Port anzusprechen. Und auf der anderen Seite kommt dann entsprechend das Signal zurück. Das Ganze, diese zwei XML-Dateien führen wir halt diesen Code-Generator zu und der produziert quasi dann meine Custom-Firmware für das Board. Das Ganze haben wir auch nochmal für diese Display-Unit, da wird das entsprechend ähnlich aussehen, weil diese Display-Unit redet ja mit über diese Signals. Das heißt, dort habe ich im Prinzip die selbe Definition, was ich machen möchte. Zum Beispiel, ich möchte ein Signal Batteriespannung erzeugen. Das heißt, ich frage zum Beispiel ab, das kann ich zum Beispiel auch beim Display, zum Beispiel, wenn ich da ein Widget habe, was mir immer die aktuelle Batteriespannung anzeigt, solange das Display halt an ist,
Das wird natürlich auch entsprechend im Low-Power-Mode geschickt, dass man das halt auch wirklich dann runterfährt. Das Display muss ja nicht immer laufen, dass ich halt vorher antippen muss. Das kann man auch wieder abhängig machen vom Status des Fahrzeuges. Zum Beispiel, wenn ich genug Solarstrom habe oder am Netz hängen, dann kann ich mir, wir haben es gestern probiert, dass das Display braucht einen Vollbetrieb mit voller Beleuchtung, braucht die Display 420 mA bei 12 Volt oder 10 Volt hatten wir etwa. Also wir sind da bei 0,42 Watt. Das will ich mir natürlich nicht leisten, wenn ich in einer Batterie autark stehe, aber wenn zum Beispiel, dann kann ich das auch anlassen. Und dann kann man zum Beispiel auch ein Timing-Event machen, was zum Beispiel diesen Status Batteriespannung regelmäßig abfragt, dann quasi dieses Signal erzeugt und zum Manual schickt und die schickt mir das dann halt zurück. Und so definiere ich mir zum Beispiel mein Widget im Prinzip. Nehmen werden wir wahrscheinlich Little GL. Das ist eine Open Source Embedded GUI Library, die auch auf dem SDM läuft. Dann gibt es auch ein Tool, mit dem man das diese sag mal Bedienkonzept beschreibe, weil jeder hat sich schon über schlechte Bedienkonzepte geärgert. Und ich denke mal, dass wir da extrem viel Hirnschmalz reinstecken werden, dass wir da ein vernünftiges Bedienkonzept haben und sind ja auch jederzeit offen für Ideen. Um einfach zu sagen, dass sowas auch funktioniert. Und man muss auch immer aus der Sicht denken, wer benutzt teilweise solche Steuerungen? Das sind halt nicht nur die Nerds wie wir, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, das auch irgendwie in einem Terminal einzuhacken oder irgendwie, ich kenne mein Bedienkonzept, sondern es muss auch so sein, dass das halt auch wirklich jeder bedienen kann, vom kleinen Kind bis zur Rentnerin, die im Wohnmobil rumfahren sollte, das eigentlich so sein, dass das einfach ein schlüssiges, ordentliches Bedienkonzept ist. Hat sich eigentlich schon jeder rumgeärgert, weil manche Bedienkonzepte sind einfach sowas von fragwürdig. Da werden wir natürlich unheimlich viel Ideen und Hirnschmalz reinstecken, weil das ist sehr wichtig und auch sind auch gerne da bereit. Das ist jetzt alles im Start im Prinzip. Kommen wir jetzt noch zur Linksammlung. Das sind nochmal die paar Links. Also es gibt dann hier zum Beispiel ein paar Linbus-Gadgets. Diesen Heller IBS-Sensor, das Arduino-Interface, ein Bordüberwachung mit Arduino, wo Votronic Reverse Engineering ist passiert, auch sehr interessant. Und nochmal die Open Boat Project-Seite. Im Bootbereich gibt es da mit auch eine recht gute Open Source Community, war auch sehr nett, weil die haben sich zum Beispiel auf der Boot dieses Jahr in Düsseldorf einfach einen Stand gecrowdfundet und haben da so einen 6 Quadratmeter Stand mit mehreren Leuten bespielt, eine Woche lang, und haben da ihre Open Source Projekte vorgestellt. Und kann man auch mal vorbeisurfen. Im Boot ist halt dieses MEMA, das ist ein CAN-Bus. Das ist so teilweise reverse-engineert. Leider auch, dass da selber Hersteller, manche Hersteller noch ein bisschen teilweise nicht ganz standardkonform ist. Aber auch mal so einen Blick reinzuwerfen, schadet überhaupt nicht. Wie vorhin schon gesagt, Ziel ist so, dass wir Ende Mai auf dem Status sind, wo wir sagen können, okay, wir machen jetzt eine Sammelbestellung von den Boards. Dann wird es da irgendwelche Kosten geben, was das kostet. Wenn alles klappt, und zwar der Prototyp muss jetzt nochmal bestellt werden bei beiden Boards, bei der einen Displayboard leider die Stecker verdreht. Das will man auf jeden Fall nochmal testen und auch bei dem großen Board es haben sich noch ein paar Änderungen ergeben. Aber da einfach im Kontakt bleiben und nachfragen. Die Leute warten schon drauf. Aber es ist ein freies Projekt, das alle nebenher machen und in der momentanen Situation war es halt auch einfach. Bleibt halt manches liegen. Kommen wir zum Schluss. So eine Zeit mal zeitnah geschafft. Wir haben das Projekt liegt in GitHub beim Münchner CCC. Dort ist auch das Wiki. Und für den Austausch gibt es eine Telegram-Gruppe und die Links zu den Foren, weil sie so kryptisch sind, sind im GitHub-Wiki. Es gibt im Wohnmobil- und Wohnwagenforum auch einen Thread, den man entsprechend dann bespaßen kann. Dann bin ich jetzt soweit mal durch. Jetzt muss ich noch mal gerade mein Audio anmachen, dass der Harald mir zuhören kann und bin dann, auch wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Wir haben.
Gut, dann Dankeschön. Kommen wir zur Frage- und Antwortrunde. Es wurde gefragt, wo kann ich das Board bestellen oder was soll es denn kosten? Der Selbstkostenpreis wurde erwähnt. Kann man da schon eine grobe Ansage machen, was man investieren müsste, wenn man das Projekt mitmachen möchte? So, es sind 2 Sekunden rum. Also, es wird so sein, also das Display kostet momentan, also das Display alleine kostet bei Mauser um die 70 Euro. Wir gucken noch, ob wir in China eine günstigere Zwecke finden. Ich denke mal, das wird möglich sein. Kann auch sein, dass wir ein anderes Display nehmen. Das Displayboard selber schätze ich so mit Komponenten so auf ganz grob gesagt. Wir werden das natürlich alles in China sourcen, weil das natürlich weitaus kostengünstiger ist. Wahrscheinlich so um die 30, 40 Euro. Das große Board ist, wenn wir es schaffen, so auf 150 Euro wäre toll. Komplett bestückt, das müssen wir gucken. Also so ist der Zielpreis, dass wir so, sage ich mal, mit Display so um den Bereich 250 Euro wären. Mit Displayboard, Display und großes Board mit allen Steckern und so weiter. Das ist der Zielpreis, das hoffen wir, dass wir das schaffen. Aber wird so im Mai sein. Bestellen kann man das entweder die Foren beobachten oder die Telegram-Gruppe. Dort wird es überall announced, wenn wir soweit sind. Die Links findet ihr im GitHub-Wiki oder die Telegram-Gruppe. Gut, Dankeschön. Dann ist die Frage, ob Sensordaten, zum Beispiel Solarleistung, über Zeit in einer Art Log gespeichert werden. Ja, das ist natürlich geplant. Es ist ein SD-Karten-Slot dran. Also man kann da eine Full-Size-SD-Karte reinstecken. Der STM auf dem Board hat eine SD-Karten-Schnittstelle. Und klar ist geplant, dass man diese Daten loggen kann. Man kann sie natürlich sich wahrscheinlich auch über den Pi oder irgendwas auslesen. Aber Logging ist auf jeden Fall geplant. Dann ist die Frage, wird es zwei Boards geben? Ja, es gibt 2 Boards. Es ist einmal dieses, ich zeige das gerade mal, das ist ihr. Dieses Displayboard von hinten, das ist das kleine Board. Das ist ein ganz normal dieses Touchdisplay. Das ist hier ein 7 Zoll Display, was man ins Fahrzeug zum Bedienen schraubt. Man muss es nicht benutzen, man kann es auch weglassen, wenn man sagt, ich will nur mit dem Pi arbeiten und den Pi quasi als Steuerung benutze. Und es gibt hier dieses große, das ist relativ groß momentan. Das ist quasi die Main Unit, die man braucht. Und hier an der Seite zum Abbrechen ist einmal dieses Debug-Interface, dass man mit dem Rechner reden kann, und einmal dieses Sensorboard. Das ist separat, dass man das waagrecht montieren kann. Gut, und schließen möchte ich mit einem eigentlich Kommentar aus dem Feedback. Eine Frage, die mir selber auch ein bisschen aufkommt. Viele dieser Sensoren wären ja auch für Hausautomatisierung interessant. Sicherlich nicht sowas wie Gasflaschengewichtssensor oder sowas, aber möglicherweise möchte man ja, wenn man eine Wohnung renoviert oder ein Haus baut, auch gleich mal so einen Bus quer durchs Haus legen und wäre das eine Möglichkeit mit dem System auch eine Hausautomatisierung zu machen oder darauf anzupassen. Auf jeden Fall ist das möglich. Was super interessant ist, zum Beispiel diese Off-Grid-Geschichten. Gerade das Victron-Zeug ist ja auch in vielen Off-Grid-Installationen interessant. Solaranlage kann ich da instant sofort mit steuern. Und natürlich kann ich die ganzen, zum Beispiel Homatic Wire, glaube ich, ist RS-485, ist natürlich offen, kann ich natürlich wunderbar für verwenden. Und wenn ich es auch sagen, ich möchte diese Touch-Displays zum Beispiel an zwei, drei Stellen in der Wohnung schrauben, ja, warum nicht? Also auf jeden Fall eine tolle Sache, und offen sind wir dafür immer und für Ideen. Klar, geht. Sehr schön. Das heißt, wieder mal ein weiteres großes Projekt mehr für die Schublade. Und herzlichen Dank, RFGuy, für diesen sehr interessanten, nerdigen Vortrag. Gerne, und wünsche allen noch viel Spaß bei der DIVOC, unserem kleinen Ersatz Easter Hack. Schönen Abend noch.